What's up, what's up? Ich bin der Puff, ich bin Botschafter bei Gorilla und das ist mein Beitrag zur Motivation. Motivation, das ist natürlich das Allerwichtigste, was du brauchst, um überhaupt loslegen zu können. Ohne eine Motivation hängst du nur rum. Jeder von euch da draußen steckt natürlich in einer persönlichen Lebenslage und jeder wird eine andere Motivation haben oder eben gar keine Motivation haben. Bei mir, vor 4 Jahren, war ich selber noch in einer Hartz-IV-Maßnahme. Das ist, wenn du schon so lange Hartz-IV bekommen hast, schon so 1-2 Jahre und dann irgendwann sagen sie dir, komm Jung, das geht nicht mehr, du musst in eine Maßnahme. Dort wirst du jeden Tag um 8 Uhr ankommen, du musst sogar unterschreiben, dass du da bist und dann musst du Bewerbungen schreiben und dann gibst du sogar noch wieder Unterricht und das Ganze bis 17 Uhr und das musstest du jeden Tag machen. Somit hatte ich sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken und da begann auch meine erste Motivation. Ich hatte also in dieser Maßnahme mehr oder weniger gar keine andere Wahl, außer natürlich mir einen Job zu suchen oder mich selbstständig zu machen und durchzuziehen. Aber was ist, wenn du nicht so am Arsch bist wie ich? Wie motivierst du dich dann? Was ist, wenn du nicht in so eine schlechte Lage kommst? Weil das ist meistens eigentlich fast gut. Ich würde behaupten, das war mit das Wichtigste, was man passieren konnte, dass man so tief runterrutscht, dass man Hartz-IV in der Maßnahme ist, dass man so wirklich, dann natürlich geht man auch nicht hin, man fängt an zu schwänzen. Ihr kennt natürlich den ganzen Quatsch. Und so kommst du sogar, dass du Sanktionen bekommst. Das ist dann, du kriegst nicht erstmal das ganze Geld, sondern es wird dir 10, 20, 30, sogar manchmal 60-70% deines Hartz-IVs sogar weggenommen, so dass ich sogar tatsächlich mal im Monat nur 120 Euro hatte. Und dann musst du wirklich gucken, wie du schaffst, über die Runden zu kommen. Weil das wird echt knapp am Tag, hast nur ein paar Euro und dann musst du dir dann beim bestimmten Supermärkten Ketten für 3 Pizzen 2,50 Euro und dann selber belegen und so ein Quatsch. Da musst du wirklich was erfinderisch werden, dass du über den Tag kommst und auch wirklich was zu essen hast. Deswegen ist das Ding hier natürlich, dass wenn es dir so schlecht geht, dann ist die Motivation sehr, sehr groß. Wenn es dir aber eigentlich ganz gut geht. Du hast eigentlich ein ganz gutes Leben, aber dir fehlt die Motivation für etwas, was du unbedingt machen willst, wo du dich verwirklichen willst, wo du Ziele vielleicht hast, aber man lebt halt das typische Leben und man hat halt so nicht die Motivation, etwas zu verändern. Dann musst du anfangen zu tricksen. Du musst anfangen zu gucken, was macht mich glücklich? Was kann ich sehr gut? Und was macht mir Spaß? Weil das wurde ich in dieser Maßnahme übrigens auch fast täglich gefragt. Was können Sie gut? Was macht Ihnen Spaß? Natürlich muss ich jeden Tag sagen, dass mir Skaten Spaß macht. Das ist das Geilste, was es gibt, was ich auf diesem Planeten gefunden habe. Deswegen für mich ist Skateboarding jeden Tag einer der besten und glücklichsten Gefühle überhaupt. Und ich meine nicht nur Skateboarding an sich, sondern natürlich auch, dass ich jeden Tag mit Skateboarding zu tun habe. Hier brauche ich gar keinen, der mich motiviert. Wo ich beim Hartz-IV in der Maßnahme war, musst du mich tatsächlich motivieren, dass ich überhaupt da hingehe. Ich habe dann versucht, dann nicht so hinzugehen, zu schwänzen, krank zu sein. Hier bin ich jeden Tag und ich habe da richtig Bock drauf, etwas zu machen, voranzukommen, weiterzumachen, zu filmen, neue Ideen, mein ganzes Potenzial auszuschöpfen und jede freie Sekunde natürlich mich damit zu beschäftigen und dann natürlich weiterzumachen, weil Skateboarding die größte Liebe ist, die ich in meinem ganzen Leben gefunden habe. Und deswegen ist das das Einfachste, was es gibt. Wenn du findest, was dich glücklich macht, dann wirst du das einfach durchziehen. Da brauchst du gar keine Motivation für. Ein weiterer sehr guter Tipp ist natürlich, euch Leute zu suchen, die euresgleichen sind. Das heißt, die haben dieselben Ziele, die haben dieselben Wünsche, die haben dieselben Ideen und die streben das Gleiche an. Sucht euch diese Leute. Seid mit diesen positiven Leuten und nicht mit Leuten, die negativ sind. Also haltet euch fern von Leuten, die euch runterziehen und die euch demotivieren. Sucht euch Leute, die euch motivieren. Wenn ich skate und irgendwelche Tricks versuche, die härter sind, wo ich merke, ich kann es langsam, ich werde den Trick nicht schaffen und man gibt fast in sich selber auf, weil man merkt, man kann es nicht. Wenn man dann eine Session fährt und der andere macht denselben Trick, dann ist man überaus motiviert. Wenn der andere den Trick zuerst steht, dann ist zu 100% in deinem Kopf, dass ich mir sage, ja Mann, ich mache jetzt genau das Gleiche, ich werde das jetzt auch stehen, obwohl ich halt mich komplett, ich fühle, ich schaffe den Trick nicht. Es fühlt sich so an, als ob ich den Trick nicht schaffe, weil ich einfach zu lange gebraucht habe, die Kraft ist weg. Aber wenn einer es vor dir schafft, ist plötzlich die Energie da und du schaffst den Trick auch. Deswegen ist das mit der beste Tipp. Sucht euch Leute, die mit euch ziehen und die das Gleiche machen, was ihr, und versucht da mit die Session zu sein. In der Session zu sein, die Session selber zu machen, selbst noch die Leute zu motivieren.
Motiviert euch gegenseitig. Super wichtig. Beim Muskelaufbau ist jedem klar, dass du jeden Tag trainieren musst. Oder zumindest sehr, sehr oft natürlich. Je mehr du trainierst, je häufiger, je öfter, desto besser wird natürlich der Muskel. Desto größer wird er und so weiter. Das ist hier jedem klar. Und natürlich auch der größte Muskel, den wir im Körper haben, ist eigentlich Rücken- und Gesäßmuskel. Das sind so die größten. Aber was wir eigentlich immer wieder vergessen, ist, dass unser Hirn, das ist eigentlich der wichtigste Muskel, den wir haben. Den muss man auch trainieren. Und das wird, glaube ich, immer wieder so ein bisschen vergessen, dass man ein Training geben muss. Du musst deinem Hirn ein Training geben, dass du da wirklich trainierst, dich zu motivieren, eine Struktur aufbaust. Weil am Ende des Tages, du weißt doch ganz genau, du bist mit dir ganz allein im Kopf. Du redest mit dir selber. Du musst dich motivieren. Du musst dann dir die Ansage machen. Nicht morgen. Das typische Morgen. Nein, jetzt. Du lebst in einem Jetzt-Augenblick. Du musst jetzt, wenn du das Video dann gesehen hast, dann stehst du auf und denkst nach. Was tue ich jetzt? Was ist mein nächster Move? Was wäre, wenn ich jetzt mein Ziel erreicht hätte? Mit die geilste Frage und die wichtigste Frage, die euch auch unbedingt, ihr habt das Ziel erreicht. Was ist jetzt? Was ist die nächste Motivation? Die Motivation ist also nicht nur ein Part, sondern eine durchgängliche Linie in eurem ganzen Leben. Findet raus, was euch motiviert. Schreibt es auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Habt ihr welche Leute, die euch motivieren? Habt ihr euren eigenen Kopf, der euch motiviert? Habt ihr eine Leidenschaft? Ihr braucht gar keine Motivation. Oder seid ihr von Natur aus einfach motiviert, weil ihr wisst, wir haben alle nur ein einziges Leben. Jeder Augenblick, jede Sekunde kann die eine, die letzte sein, in dem alles vorbei ist. Braucht ihr Motivation?